50 Meter jetzt noch bis zur Marke und das Feld ist unterwegs. Zum Preis von La Capelle, unsere heutige Viererwettprüfung. An der Innenkante Niki Lauda C versucht die Spitze zu verteidigen. Hat jetzt allerdings Mühe, dies zu tun, denn auch Wetzlar for Children und vor allen Dingen ganz außen Inagual sind hier flott ins Rennen gebracht worden. Und Inagual geht jetzt hier Mitte des ersten Bogens an die Spitze. Wetzlar for Children in der zweiten Position, dann Niki Lauda C und an vierter Stelle, das ist Muzzle Keeper. So kommen sie jetzt gleich erstmals auf die Gerade zu, unter dem Kommando von Inagual, die Zwischenzeit die erste, die dazu passt, lautet 1:13:2, wenn ich die Einbindung, die ich hier nicht habe, auf meinem Schirm richtig nicht identifiziert habe. Vorne jetzt der Führungswechsel, Niki Lauda C geht vorbei an Inagual, hat das Kommando. Außen jetzt Muzzle Keeper, dahinter dann auch Gotta Be Brilliant, gut postiert. Wetzlar for Children inne mit Felton Stella, daneben dann auch Ducati Express im vorderen Mittelfeld zu sehen. Hinter Ducati Express Cooper CG mit an der Innenkante Epop Swift, dahinter dann Ito de May und Flo Hasler. Auch noch hinten an drittletzter Stelle zu sehen, die rote Laterne trägt Gucci Shadow. 20:06, die zweite Zwischenzeit. Auf der Überseite das Feld, Niki Lauda C. Weiterhin an der Spitze, Niki Lauda C. Und an der Außenseite jetzt Muzzle Keeper, fast gleichgezogen. Die nächsten beiden dann Inagual an der Innenseite in dritter Position mit daneben Gotta Be Brilliant. Wetzlar for Children an der Innenseite, dann Ducati Express. Jetzt versucht aus hinteren Gefilden Flo Hasler den Platz zu verbessern. Kommt da im Moment allerdings nur zaghaft voran. Auch Ducati Express wird eingesetzt. 13:05 die vorletzte Zwischenzeit. Niki Lauda C an der letzten Ecke immer noch vorn. Dahinter Inagual. Niki Lauda C, Inagual, Wetzlar for Children. Diese drei haben sich ein bisschen abgesetzt und vorne läuft jetzt Niki Lauda quer über die Bahn und hat hier arge Schwierigkeiten, die gerade Spur zu halten. Da läuft hier ganz nach außen. Der hat einen Zuschauer erkannt. Vielleicht ein Pfleger von früher. Niki Lauda C, aber trotzdem auf dem Weg zum Sieg. Niki Lauda C gewinnt. Dahinter Cooper. Dahinter Ducati Express auf dem zweiten Platz, Rang 3 geht noch an Inagual und dann Wetzlar for Children in diesem kuriosen Rennen auf den Plätzen dahinter, Rang 5 dann noch vielleicht sogar innen an Felton Stella oder außen Gotta Be Brilliant, da war es eng. Letzte Zwischenzeit haben wir 14:08. Sechsten Rennens im Winner Circle und wir sehen, Niki Lauda C nimmt in etwa die gleiche Spur, die er eben schon im Rennen genommen hat, von innen nach ganz außen. Und Hiltje Tjalsma wird auch diesmal beim vierjährigen Timoko-Sohn bleiben können. Aus dem Training von Bas Krebers, der Besitzergemeinschaft der De Gele Canaris Nord. Das ist das gleiche Quartier, aus dem auch Magnum de Liton hervorgeht und somit zweiter Sieg für die Besitzer und auch für den Trainer Bas Krebers. Für Hiltje war es der erste am heutigen Tag. Aber da gibt es ja gleich noch die Glückwünsche zum EM-Titel und dann kann sie sicherlich genauso lachen, wie sie es jetzt tut. Mitlaufen. Oh. Ja, Anja, dein erstes Siegerinterview und du musst spazieren gehen. Ja, alles gut. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Hiltje, auch zur Europameisterin. Das ist jetzt nicht Ducati, aber trotzdem, ich freue mich für dich. Ja, danke, danke. Du darfst ruhig gehen, wenn du möchtest. Ich gehe mit dir. Ja, ja, Frauen ja, halten oh, zusammen. Ich gehe laufen, ja. Ja, okay, prima. Ja.
Ja, das ist gut. Die ist nicht so einfach, dann, ja, dann lass mal dich. Hilde, komm zurück, Anja. Ja. Du bist noch nicht entlassen, auch wenn du schon gehofft hast. Ja, ist nicht so einfach, ne, mit Mikro in der Hand. Ja. Hilde, komm mal bitte zurück. Unterhalt dich noch ein bisschen mit Anja. Ja, also du bist eine tolle Fahrerin, definitiv. Und erzähl mal, wie das war mit diesem Pferd, deine erste Fahrt mit diesem Pferd. Ja, erste Fahrt mit diesem Pferd, im Heat war die gut. Und das Einzige, was zu mir hat gesagt, denk darum, die läuft ein bisschen nach außen. In die letzte Linie läuft die ein bisschen außen. Aber ich hatte gedacht, ein bisschen, aber die ging ein bisschen viel nach außen. Ein bisschen viel, der wollte zu mir. Ja. Nein, mein Pferd war sehr gut, ja. Ja, das fand ich auch, sieht auch toll aus, aber ist noch ein bisschen wach. Ja. Er ist ein großes Pferd und ich denke, wenn er noch ein bisschen mehr Kraft bekommt, dass er noch besser wird. Definitiv. Der Bas hat das schon vorher gesagt, dass du das toll machen wirst. Ja. Also wenn ich ehrlich bin, hat der Bas gesagt, Hiltje kann nicht verlieren. Hiltje, der Bas hat gesagt, du kannst nicht verlieren. Nicht, dass das Pferd das gut machen wird. Jeden kann verlieren natürlich. Aber ich versuche zu gewinnen und heute hat es geklappt. Sehr schön. Ich entlasse dich jetzt. Gerne. Möchtest du die Blumen mitnehmen oder? Ja. Ja. Ja, einmal den herzlichen Applaus bitte für Niki Lauterzee, für Hiltje Thalmzer und natürlich auch für Anja Hoffmann, die heute ihr erstes Siegerinterview geführt hat. Das hast du ganz toll gemacht. Vielen Dank, dass du uns hier 6 Rennen unterstützt hast. Ja. Und auch herzlichen Glückwunsch an Markus Bock. Das war ein starker 3. Platz. Du hast für den Jackpot gesorgt. Danke.